Servus, grüßt euch. Ja, ich wollte halt einfach mal ein Lebenszeichen von mir geben, gell, weil es war ja in letzter Zeit auf meinem Kanal nichts mehr los. Ich habe keine Filme mehr hochgeladen und nochmal gedacht, jetzt muss ich mal Hallo sagen und Bescheid geben. Nicht, dass sich jemand da Gedanken macht, was ist denn mit dem los? Geht es vielleicht nicht gut oder was? Nein, es ist alles in Ordnung. Ich habe nur sehr viel Arbeit gerade im Moment. Unter anderem haben wir Hausräumung. Das, der eine oder andere Herr weiß es ja schon. Und dann noch immer noch einiges an Papierkram zu erledigen. Ja, und wenn es dann einmal klappt, hätte alles was anderes dazwischen kommen. Da hat das Wetter mal nicht passt. Und dann hat auch mal kleine treue Begleiterin ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Aber ist jetzt wieder alles in Ordnung, hoffe ich auf jeden Fall. Gell? Sie hat eine kleine Operation hinter sich. Gell? Und ist alles soweit in Ordnung. Wir haben auch in dieser Woche eine kleine Radtour gemacht. Aber nicht im Allgäu, sondern wir waren da in Nordschwaben unterwegs, konkret im Landkreis Heidenheim an der Brenz. Wir sind da durch Giengen und durch Heidenheim durch und dann Richtung Nordheim haben wir da so eine Runde gedreht. Keine großartige Sache, nicht? Circa 50 Kilometer. Ich habe Kamera dabei gehabt, ich habe auch gefilmt. Und wer Lust hat, der kann sich das jetzt im Anschluss dann anschauen. Und dazu wünsche ich dann viel Spaß. Ja, wir sind jetzt inzwischen zwischen Bolheim, das ist ein Ortsteil von Heidenheim an der Brenz, und Heidenheim selbst, ja. Circa 3 Kilometer, dann räumen wir da in Heidenheim ein. Bisher ist es ganz klasse zum Radeln. Das Wetter passt auch so halbwegs. Und also kann man sich nicht beklagen, wenn es so weitergeht. Der schöne geteerte Radweg hier. Klasse. So, das da vorne ist jetzt erstmal Merkelstetten. Gehört auch zu Heidenheim. Es ist so ein Parkour, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. He? Wo man noch Münzen einwerfen kann, aber immerhin schon Cent. Ja, toll. Da drüben ist der Bahnhof. Einkaufszentrum Schloss Arkaden. Es ist hier das Nattheimer Tal. Denn jetzt geht es direkt auf Nattheim zu. Eine Sitzbank, da machen wir eine kurze Pause. Also man hört schon an den Autos, ne? Der Radweg, der verläuft hier direkt entlang der Landstraße, der Hauptstraße, die ist gut befahren auch. Und das war also seit Heidenheim Mitte. Gefällt mir der Radweg nicht wirklich. Also in Heidenheim, da konnte man den Weg, die Route gar nicht richtig fahren, weil teilweise eben für Radfahrer gesperrt ist, nur für Pkw. Da habe ich dann einen Umweg fahren müssen. Und in der Stadt ist es nicht so toll. Und seitdem jetzt auch an der Ding, an der Landstraße entlang, ziemlich laut. Das geht jetzt auch bis Nattheim permanent das Berge hoch. Dazu haben wir einen leichten Gegenwind immer wieder, Gegenwind oder Seitwind, je nachdem, gell? Aber was soll's. Ja, und diese neuromanische Kirche, die wir da im Hintergrund sehen, das ist die St. Martinskirche. Das ist eine evangelische Kirche und die hatte im Jahr 2017 150-jähriges Jubiläum.
Ockenhausener Königsbräu wird hier gebraut. Ja. Ja, wäre jetzt bestimmt auch nicht schlecht, sagt Gläsli. Hm? Ja, das war's dann mit unserer kleinen Radtour. Es hat sich doch wieder ein bisschen ausgezögert gehabt. Da waren mehrere Baustellen und Umleitungen waren da. Unter anderem war eine Baustelle, die war unten am Berg. Da habe ich erst den Berg runterrollen müssen mit dem Fahrrad. Und dann ging es einfach nicht mehr weiter. Absperrung, kann man ja davor nicht ein Schild hinmachen, dass es Sackgasse ist oder irgendwie eine Umleitung oder sonst. Na, da muss man runterradeln, gell, und dann wieder im Berg hoch. Ich habe sogar schieben müssen, weil es dort ein bisschen steiler war. Aber egal, letzten Endes kann man da nichts machen. Gell. Und ja, da ist es dann eben nach der Brauerei, an der Brauerei hat man es ja schon gesehen, ist schon dunkel geworden. Und das waren da so ungefähr 10 Kilometer noch im Dunkeln, wo wir gefahren sind. Und ja, da bringt natürlich das Filmen nichts, das sieht man ja nichts. Ja, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich weiß es jetzt nicht, wie es auf die Reihe bringt, ob eventuell schon im Laufe der Woche oder nächste Woche dann mit einer Wanderung im Allgäu drin ist. Da schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, wenn nicht noch mal mehr oder so wieder. Aber ich denke mal schon, dass ich es jetzt einmal auf die Reihe bringe. Also, und dann, ja, wünsche euch alles Gute, bleibt so gesund. Ja, vor allem passt auf euch auf. Und ja, in diesem Sinne dann tschüss, bis zum nächsten Mal.